Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Hier ist eure Zerosia. Und wir spielen heute Zuma, die fünfte Folge. Also wir spielen Zuma, das ist die fünfte Folge von Zuma. Let's play. Wir starten genau dort, wo wir aufgehört haben. Diesmal auch wirklich, nicht so wie bei der ersten Folge. Es war übrigens genau das, die gleiche Situation, oder? Gefühlt. Fällt mir gerade so auf. Toll. Also mache ich in einer Folge eine halbe Stage ungefähr. Mist. Das ist reicht. Hier war das, wenn ich rückwärts laufen. Nicht schießen, Zerosia. Das ist bad. Gut. Ja. Na 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 na. Ich hoffe, ich nehme den richtigen Kopf. Ich weiß nicht. Egal. Gucken wir nachher noch. Ja, ich habe letztes Mal im falschen Format aufgenommen. Also das heißt nicht in MP4, sondern in V irgendein Nam. Und ich habe jetzt gerade eingestellt, dass es auch wieder so ist. Wenn nicht, darf ich es erst rendern, dann darf ich es schneiden, dann darf ich es wieder rendern. Ja. Ich benutze übrigens im Moment noch ganz ein kostenloses Programm. Also Obi. Ich habe vergessen, wie es heißt, Aufnahmeprogramm und den Windows Movie Movie Maker. Ich könnte die Links euch auch in die Videobeschreibung packen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich denke, das ist eine gute Idee. Die könnt ihr euch einfach kostenlos downloaden, falls ihr auch mal Bock habt, irgendwas hier zu machen. Macht nämlich echt Spaß, auch wenn es eine Heidenarbeit ist. Also für die letzten drei Folgen saß ich nämlich 2 Stunden dran. Nein, sogar länger. 3 Stunden. Und für... Obwohl, mal gucken, wie lange ich jetzt hier brauche, weil hier muss ich jetzt mal schneiden. Und bei den anderen musste ich halt... Oh, Victory! Da war gerade meine Hand oben. Muss ich halt mehr... Ich glaube, ja, hier muss ich mehr rendern. Um einiges. Also heißt, es ist immer keine Arbeit für mich, aber es ist halt Arbeit für den Computer. Wollt ihr eigentlich, also die Leute, die gerade zugucken, wollt ihr eigentlich auch mal, dass ich live streame? Und wenn, was? Sagt bitte nicht Minecraft oder sowas, weil damit habe ich noch ein anderes Projekt gehabt. Das ist aber noch im Geheimen. Ich weiß, ich bin böse. Toll. Ah, eine ist reingerutscht, das ist nicht gut. Oh, die wird mich nachher umbringen, das weiß ich. Ey, ich war davon fertig. Zerosia lernen es. Nicht schießen, wenn der Rückwärtsgang drin ist. Irgendwann weiß ich es. Irgendwann. 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 Aber nicht heute. Victory! Crap, Entschuldigung. Müsste sein. Aha, das war aus Versehen. Hey, das hätte ich jetzt bekommen. Achso, von mir ist keine Kugel. Schön. Mach mal Lilla verpackt. Ja, ich schieße nicht meine Tunnel rein, das ist keine gute Idee. Aber ich ja, habe ich angemacht. Ja, muss immer gucken, ob der Timer läuft, weil sonst weiß ich nicht, wenn ich aufhören muss. Na, scheiße. Tada! Inka, Zuma! Oh, ich habe da sogar eine Bestzeit, cool. So, Level 6, 3. Und das davon habt ihr vorhin dieses scheiß Dreiecks, also vorhin, also gestern, weil das echt scheiße ist. Also macht dieses Level nicht, weil... Also macht, hasst dieses Level mit mir. Hasst es. Ich will euren Hass spüren. Nein, nicht ich hasse es. Wir hassen es. Wir hassen es. Wir hassen es alle miteinander. Habe ich in diesem Level noch nie verkackt, aber ich hasse es einfach, weil es... Okay, erstens die Farbe finde ich total jetzt. Ich passt voll nicht ins Setting rein. Ich finde dieses... Ich mag Blau als Farbe, aber nicht dieses Blau. Blau ist eine wunderschöne Farbe, aber nicht dieses Blau. Dann kommt dieses komische Eckenschießen dazu. Eigentlich bin ich gar nicht schlecht drin, nur es ist anstrengend, finde ich. Es ist einfach anstrengend zu spielen. Jo. Was habe ich eigentlich am Wochenende gemacht? Also nachdem ich abgenommen habe am Samstag, habe ich noch ein wunderschönes... Okay, haben wir Samstag oder Sonntag? Egal. Auf alle Fälle habe ich... Also ich bin seit
einem Jahr mein Zimmer zum Renovieren. Ja, ich bin ein bisschen langsam. Das liegt aber daran, dass ich mich Stress mache. Und jetzt mache ich mir noch mehr Stress, indem ich das hier mache. Ja, ja. Egal, es wird in 2 Jahren noch besser. Ah, jetzt kommt schon. Nein, ich sterbe nicht. Ich sterbe nicht. Nicht heute. Ich hätte noch ein Leben. Ich glaube, wir gehen die Aufnahme heute noch flöten. Ach, egal. Also ich bin eine leidenschaftliche Manga-Sammlerin. Also ich habe damit mit 11 Jahren angefangen. Ich bin inzwischen bei ungefähr 150 Stück. So im Großen und Ganzen. Vielleicht ein bisschen weniger. Meine Hauptserie ist One Piece. Und die sind halt seit fast einem Jahr in einem wunderschönen Umzugskarton verstaubt. Also nicht verstaubt, aber die waren halt da drin und man konnte sie nicht sehen. Und da ich ein recht großes Zimmer habe eigentlich, also es ist ein 4 Meter auf 3 Meter Zimmer, das ist groß, also sind über 12 Quadratmeter hier drin und ich habe eine Deckenhöhe von 3,50 Meter ungefähr. Deswegen ist mein Bett zum Beispiel auch oben auf einer Platte drauf. Und auf alle Fälle haben wir dort oben halt noch ein Brett installiert, so, und das ist so geil. Ich bin mit meinem Vater im Baumarkt und wir suchen so Bretter. Und das einzige gut genug stabilen Bretter, die wir finden, sind, jetzt kommt's, Parkett für die Terrasse. Das heißt, da oben habe ich jetzt ein großes Parkettbrett hängen. Das ist wirklich stabil, das ist aus soliden Holz. Das muss ja, für den Balkon braucht man das ja, weil draußen und so. Auf alle Fälle hängt da jetzt ein großes Ding. Und wir haben da echt, also eine Stunde lang erstmal rumgesucht, wie die Bretter drin sind. Dann musste ich mir auch eine Farbe aussuchen, weil es gibt so viele verschiedene Holzdinger. Und ich musste mir auch noch einen Samstag machen, weil mein Vater unter die Woche nicht Zeit hat oder halt nur bedingt Zeit hat und nicht, wenn ich Zeit habe. Und er das mit mir, dass er das nicht alleine kaufen wollte, weil, ja, also er hat eigentlich einen guten Geschmack, aber er war sich nicht sicher, was hier reinpasst und was ich auch haben will. Alle Fälle haben wir jetzt so ein bisschen, normales Holz, aber mit so einem leichten Rot bzw. Violettstich, je nachdem, wie man sieht. Das haben wir dann auch, also das war vor... Ah, ich sterbe schon wieder. Okay, und jetzt? Wo muss ich weitermachen? Doch, ich muss den State von Anfang machen. Mit 3 Leben, sagen wir wieder. Toll. Also, könnt ihr das nochmal mit mir sehen? zum spielen. Alle Gamer, die das sehen, eigentlich habe ich das Spiel schon durchgehabt. Nur irgendwie ist Quatschen und Reden nebenbei an ein bisschen seltsam. Also, nie wieder ein Let's Player haten, weil er was nicht hinbekommt. Das ist schwierig. Vor allem kein Rumpel, wenn er Pit spielt. Das heißt für alle Rumpel-Fans da draußen. Und ihr müsst euch das... Also, ein Geheimtipp. Guckt euch von Satz und Rumpel sein Pit-Let's Play an. Es ist das schönste Aufregkonzert der Welt. Also, es gibt keine schöneren Aufreger auf dieser Welt, als wenn dieser Mann Pit spielt. Ich werde mir dieses Spiel übrigens nicht spielen, weil ich werde so verkacken drin. Und es hat eine schöne Story. Zurück zu meinem Brett. Auf alle Fälle haben wir das dann am Samstag noch installiert. Das bedeutet so viel wie... wir haben natürlich noch, mussten wir noch einen Balken kaufen, die Dinge, wo die über die Hälfte noch da ist, über 250 Meter. Das heißt, wir mussten das Brett erst zurechtschneiden. Dann musste ich es noch abfeilen. Was ich übrigens sehr gut kann. Also, falls es mit dem Studium nicht klappt, werde ich Schreiner. Und dann mussten wir es halt installieren. Und es hängt halt halb über meinem Bett. Also, so ein guter Meter hängt es über meinem Bett. Mein Bett ist auch nur 1 Meter breit, also nicht wundern. Und der Rest ist halt, also ist halt gut in der kompletten Breite meines Zimmers installiert, also so in fast an der Decke, so 50, so 40 cm unter der Decke. Haben wir das halt installiert, dann war ich erstmal glücklich, weil das echt lange gedauert hat. Also wir haben halt erst nachmittags angefangen, aber wir waren halt echt bis abends beschäftigt. Weil ist halt auch noch gerade hin, das ist so eine Eigenschaft, die hatte ich eigentlich gerne drin. Ich meine, so ein schiefes Brett sieht zwar bestimmt stylisch und neumodisch aus, nur für Bücher ist das auch Victory anstrengend. Entschuldigung, das hat gar nicht gepasst, aber ja. Ja, und Katsuma. Guck, jetzt schaffen wir sogar mit Astzeit, ohne zu reden. Ja, dann haben wir es abends beschäftigt.
gerade ein bisschen fertig, weil das Brett, ich muss das Brett die ganze Zeit heben, das wiegt schon einiges. Ja. Und dann habe ich am gleichen Abend noch meine Bücher draufgestellt. Hab geguckt, was mir noch fehlt. Also bei One Piece fehlen mir noch ungefähr 8, 9, 10 Bänder ungefähr. Bin hier und ich habe nämlich noch von meinem Geburtstag, ich habe Februar Geburtstag, noch Büchergutscheine. Das heißt, ich werde demnächst shoppen gehen und mit ihm kollektieren ein bisschen. Also ein bisschen komplimentieren. Und dann nebenbei sammle ich noch den Fairy Tail, da bin ich noch nicht so weit. Also da habe ich die ersten 10 Bände und das aktuellste, also das aktuelle von dem Jahr. Und ein bisschen Black Butler, ein bisschen Death Note, ein paar One-Shots. Also so Einzelbänder und ich habe sogar ein bisschen mit Dragon Ball angefangen. Die habe ich mal auf dem Japan-Tag letztes Jahr habe ich gefunden. So für, ich glaube, da waren so 5 Bänder für 10 Euro, also echt günstig und die waren echt gut erhalten. Habe ich mir die geschnappt, sind halt komplett durcheinander, aber ja. Also die 4-5 Serien will ich auf alle Fälle komplizieren, was danach kommt, weiß ich noch nicht. Und das Einzige, wo ich dann am Samstag Angst hatte, war, das Brett wird nicht reichen. Es hat gereicht, ich habe noch einen Meter Platz von 3, guten Meter. Ich habe ein Dreiviertel nur gefüllt, heißt, ich kann auch einiges an Büchern kaufen. Ja. Und auf alle Fälle würde ich noch wachsen für meine Manga-Sammlung. Ja, nur wo ich meine normalen Bücher hin tue, weiß ich noch nicht, weil ich habe noch kein Schrank, wo die Sachen drin sind. Die liegen zurzeit neben dem Schreibtisch. Ja, ich bin trotzdem eine gute Schülerin. Also, ich bin nur halb so kacke, wie alle immer denken. Ja, ich habe das richtige Profilfach gewählt mit Informatik. Auch mal zur Erinnerung, ich bin auf dem beruflichen Gymnasium mit Profilfach. Das bedeutet, ich mache ein allgemein Abi, aber ich kann zum Beispiel sowas wie eine Informatikerlehre, also eine Fachinformatikerlehre abkürzen, dadurch, dass ich schon 3 Jahre praktisch Vorkenntnisse habe. Also wir tun auch zum Beispiel sowas wie Programmieren. Im Moment machen wir zurzeit GFS, Thema Systemsteuerung, Systemgestaltung, das ist immer Systemsteuerung. Und ja. Oh, das ist eine Bombe. Victory! Und ja. Nur zurzeit hapert es ein bisschen in Englisch, aber in Englisch hapert es auch wieder. Und in Mathe ist, ich war Klassenbeste in Mathe, inzwischen bin ich auf einer 2 bis 3. Und ich, obwohl inzwischen bin ich in der Lerngruppe drin mit 2 meiner Klassenkameraden. Ja. Und in dem Fach, wo ich eigentlich mal studieren will, in Physik, bin ich das halt auch nicht gerade die Beste. Aber es liegt halt an diesem komischen Physiklabor, da muss man echt reinkommen und die Protokolle werden auch noch benotet, die man macht. Und ja, wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist das echt nicht so gut. Also in den Protokollen kriegt man regelmäßig eine 5. Einfach. Also habe ich nämlich das erste halbe Jahr nicht angeschränkt, weil ich dachte, ach, das kann ich sowieso. Also ich musste noch nie viel lernen. Ich war so eine Schülerin, die mal zugehört hat und dann ging das. Ja, das merkt man im Gymnasium, zieht das echt an. Man muss mal lernen. Ich meine, wirklich lernen für die Realschule muss ich echt so kurz vor den Prüfungen. Also ich bin in Baden-Württemberg, wir haben Prüfungen für die Realschule. Ich weiß, das gibt es oberhalb, so im Norden nicht. Zumindest nicht das, was ich kenne. Also zumindest in der Pfalz gibt es das nicht. Ich weiß nicht, wie es weiter oben aussieht. Und ja. Ja. Naja. Ja. Das ist übrigens der größte Kack, weil ich Französisch gewählt hatte und das ist halt nicht nur vierjährig, so wie es normalerweise ist, sondern ich auf so einer Kack-Französisch-Sprachschule war, also wo es eine richtige französische Prüfung auch gab. Also wir haben genau die gleiche Prüfung wie in Englisch geschrieben, nur halt auf Französisch. Deswegen habe ich auch eine 4, sonst hätte ich eine 3. Für eine 3 hätte mein Französisch locker ausgereicht, zumindest so wie die es anderen das gemacht haben. Und ja. Ich glaube, mein bestes Jahr in Französisch war mein 5. Das finde ich jetzt gut, Verlangsamung. Victory! Okay. Und deswegen, ja, habe ich in Französisch auch eine Prüfung gehabt. Trotzdem hatte ich einen guten Renal. Also ich hatte einen sehr guten Realschulabschluss. Insgesamt 2,2 war das, glaube ich. Ja, ich hatte über 2 aus Französisch und Englisch. Und ja. Also, ein paar Einser. Ja. Und man merkt halt echt, also es zieht an, wenn du aufs Gymnasium gehst danach. Bei uns in der Klasse gab es viele Leute, also in der alten Realschulklasse gab es viele Leute, die aufs Gymnasium wollten. Es haben nur 10 Stück geschafft von 20 Bewerbungen.
Zwei haben mit Lehrer angefangen, die anderen sind das Berufskolleg gegangen. Weil, ich weiß nicht, durch das Französisch, man hat halt, also wir hatten weder Mumm noch Technik, also wir haben wirklich nur Theorie gehabt, bei allem. Und deswegen, ja. Trotzdem bin ich froh, dass ich keine zweite Fremdsprache jetzt auf dem Gymnasium machen kann, weil ich finde, es hat mir echt alles versaut, wenn ich jetzt eine zweite Fremdsprache machen kann. Weil ich finde einfach, also es ist gut, dass man Englisch lernt, aber diese zweite Muss-Fremdsprache. Ich bin der Meinung, in der Schule ist es, Sprachen zu lernen, echt schwierig. Ich meine, alle Leute, die ich kenne, also wirklich alle Leute, die ich kenne, haben das wenigste Englisch in der Schule gelernt. Also, mein Vater zum Beispiel hat ein Auslandssemester gemacht, dann konnte er Englisch. Mit dem Typen, den er da kennengelernt hat, das ist inzwischen der Partner von meines Bruders. Also, der ist Schotte, deswegen hat mein Vater schottischen Dialekt beim Englisch reden. Auch inzwischen, also er war auch nie in Französisch die Granate. Er spricht inzwischen fließend Französisch. Und er hat auch mal so einen Spanischkurs gemacht, weil er einfach Bock drauf hatte. Und ich finde einfach, man lernt Sprachen eher, wenn man sie außerhalb lernt. Also ich finde es viel besser, wenn es irgendwie mal so ein Pflichthalbes Jahr auch für Schüler gibt und nicht nur für Studenten. Wirklich ein Pflichtjahr in einer Gastfamilie oder ein halbes Jahr. Aber dafür habe ich das Geld wahrscheinlich nicht. Das ist was ich gerne hätte für das Bildungswesen. Ich meine, Deutschland hat eine echt gute Bildung im Gegensatz zu anderen Ländern, auch wenn sich viele drüber beschweren. Aber trotzdem, also Deutschland hat ein echt gutes Bildungswesen. Ich meine, gerade unser Handwerk zum Beispiel ist so eine Sache. Ist übrigens schon mal eine Deutschlehrerin. Viele Grüße an sie, falls sie das sieht. Bis zum Schweden, den ich erwähne hier drin. Inka, Zuma. Oh, wir haben noch 3 Minuten. Das reicht noch für das nächste Level. Diesmal verkacke ich nicht drin. Ah, nee, es ist das Level. Ach, nee. Oh, nee. Oh, nein. Oh, wollen wir das nächste Runde spielen? Ich nehme sowieso in einem Stück auf, also vergiss es. Toll. Aha. Ja, also wir haben echt eine gute Allgemeinbildung eigentlich. Im Gegensatz zu anderen Ländern. Also es hat Gründe, warum in Bangladesch deutsche Statiker und deutsche Fliesenleger und sowas da die Betriebsleiter sind. Oder halt die Auftragsleiter. Und ja, also das Einzige, wo Deutschland eigentlich noch mithalten kann, später irgendwann mal, also wegen so Wirtschaft und so, ist halt einfach nur Humankapital, also heißt Bildung. Deswegen sollte, finde ich, meiner Meinung nach sollte man viel mehr Geld in Bildung setzen. Ja. Dass wenn man die Lehrkräfte besser auslastet. Sowas wie Ganztagsschulen finde ich zum Beispiel eigentlich nicht schlecht. Also, Entschuldigung, was ich sage, die meisten, also in der Realschule hatte ich in manchen Jahren 2-mal die Woche, in manchen Jahren 3-mal die Woche Nachmittagsunterricht. Das ändert sowieso nicht viel. Und jetzt im Moment habe ich auch 3-mal die Woche Nachmittagsunterricht. Meine Kollegen haben das sogar 4-mal, wegen dem Spanisch. Deswegen, wenn man lieber gleich eine Ganztagesschule macht, dann ist man erstens mal ausgelastet. Also finde ich, dass wenn es dann auch zum Beispiel das Mittagessen gibt, was übrigens das größte Problem ist, finde ich, an Schulen, ist immer diese Essensmentalität. Also in manchen Schulen funktioniert es. Bei uns in der Realschule war es, man ist zum nächsten Supermarkt gegangen zum Mittagessen, wo es angeboten worden ist, aber das war nicht gerade das Leckerste. Ich weiß das. Aber wenn man so eine richtige Mensa hat, das finde ich gut. Dass es dann auch so Pflicht ist, Mittag zu essen oder dass es einfach gezahlt wird. Und dass man einfach eine Ganztagesschule einfach, dass man zum Beispiel auch sowas wie eine betreute Hausaufgabenbetreuung hat. Also dass man von Hausaufgaben aufkriegt. Und dass man einfach, sagen wir mal, täglich einfach nicht nur bis um 1 Schule hat, sondern vielleicht 2 Stunden länger. Also halt dann bis um 3. Ich meine, das tut sowieso nicht viel heraushauen. Finde ich. Inka, Zuma. Sogar mit Ostzeit diesmal. Ja, über Schule können wir nächstes Mal weiterreden, weil die Folge ist jetzt vorbei. Ich bin gerade sowieso in derselben Aufnahme, heißt, ihr werdet nächste Folge noch mehr über Schule hören, weil ich mich über das Thema sehr gerne aufrege oder sehr gerne darüber diskutiere, was man denn so ändern könnte. Ist übrigens auch so ein Thema bei unserer Systemgestaltung, das erkläre ich euch nächstes Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag heute. Genießt das Wetter. Haha, es ist April. Hahaha, guter Witz, Servus, ja. Und man sieht es das nächste Mal. Ciao.